Der Meinung bin ich auch. Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Warte. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Salam alaikum. Ich will hier ganz kurz zwei Sätze nur wegbringen. Also für meinen Freund Serhat, der ist da ganz hinten. Er hat sich nicht hergetraut. Für ihn rede ich jetzt hier. Er hat ein Gedicht vorbereitet und ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Ich stehe gerade hier vorne und spüre eine miese Brise und sehe links und rechts Leute, die sich aufregen über die Flüchtlingskrise. Und am Ende grüße ich meinen Freund sehr hart, denn wenn ich jetzt hier runtergehe, schlägt er mich sehr hart. Sag deine Telefonnummer. Wie gut ist das? In Amerika sollte. In Amerika ist okay, nein, egal. Also was sie gerade sagen wollte, sie hat sich auf das Thema Amerika bezogen, dass da Menschen einfach Waffen als normalen Hausbesitz tragen dürfen. Und ja, das sollte abgeschafft werden, ihrer Meinung nach, meiner Meinung nach auch. Weil wie soll es Frieden auf der Welt geben, wenn es noch Waffen gibt? Das ist doch eine Frage, die stellt sich doch jeder hier, oder nicht? Waffen bringen nichts anderes als Blut, da könnt ihr mir auch nicht sagen, dass es eure Sicherheit oder so ist. Wenn ich jemanden sehe mit einer Wumme in der Hand, natürlich will ich dann auch eine Wumme in der Hand haben. So ist das heutzutage hier. Leider leben wir auch in einer abgefuckten Welt, wo es nur um Kapital geht. Jeder will sein Geld machen. Geld macht alles kaputt. Darf ich unterbrechen? Ja, erzähl, ja. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich finde, wir haben schon eigentlich in Hamburg Frieden. Wieso machen wir das hier? Na, haben wir gar nicht. Wir sollten ehrlich alle Ausländer hier akzeptieren und... Nein, dich nicht. Spaß. Ja, auf jeden Fall. Egal. Also ich komme selber... Ja, also ich komme aus Verhältnissen. Ich habe früher immer Pfandflaschen abgegeben und so. Und ich habe mich hochgearbeitet, ich habe mein eigenes Auto und so. Ja. Also ich finde, wenn man was erreichen will, sollte man auch davon arbeiten, denn von nichts kommt nichts. Und wenn du nicht für kämpfst, erwarte nicht, dass du bald einen Benzer lenkst. Leute, ich finde, die Schulbehörde sollte uns alle wiederholen lassen. Und wer Abi machen will, soll auch Abi machen. Ganz ehrlich, was und die Noten... Warte. Ehrlich, ne? Alle anderen Landen müssen irgendwas mit der Ausbildung machen, obwohl man noch zur Schule gehen möchte. So was soll das? Ganz ehrlich, wenn ich Abitur machen möchte, dann will ich auch machen. Und okay, vielleicht bin ich schlecht in Physik und Chemie, aber Digga, Mathe, Deutsch, Englisch. Hallo? Okay, ich wollte hier jetzt eingreifen. Also, bei mir war das selber so. Es gibt ja jetzt nicht nur 1 bis 6 Noten, sondern es gibt E-Noten und G-Noten. Für die Leute, die das nicht wissen, es fängt ein E ist für erhöht und G ist für grundlegend. G6 ist die schlechteste Note und ab G2 beginnt E4 und dann bis E1. Und wenn man Abi machen möchte, braucht man Ende der 10. mindestens nur, darf man nur 2 G-Noten haben und die musst du auch ausgleichen mit einer 1 oder einer 2 oder vielleicht eine E3. Und bei mir war das so, ich hatte 3 G-Noten, habe es aber dann noch in die Oberstufe geschafft. Und obwohl die Lehrer nicht an mich geglaubt haben, habe ich in 2 Monaten meine Abiturprüfung und werde danach auch Sportökologie studieren, damit die auch coole Sportlehrer in Hamburg gibt. Ich bin noch lange nicht fertig hier mit euch. Ich liebe euch auch. Also, viele sagen, ich sehe aus wie Dings, Vin Diesel. Nein, Spaß. Also, ich will auch sowas in die Runde werfen, damit ihr auch weiter diskutieren könnt. Ich denke mal nach, so. Ihr seid gar nicht lustig, Jungs, ne? Das nur mal kurz gesagt haben. Ihr seid gar nicht lustig, geht mal jetzt weg hier bitte. Denn hier geht es auch um ernste Themen und ich denke, das sollte auch ernst genommen werden. Also das offene Mikrofon ist eine schöne Sache.
Und das sollte man auch unterstützen hier. Jeder darf seine Meinung äußern, so sollte es auch in der Welt sein. Denn die Leute, die oben stehen, sind in geschlossene Gesellschaft. Was soll das, Digga? Wir sind doch das Volk, wir wollen doch auch mitbestimmen. Und was bringt mir das, wenn die Merkel irgendwas entscheidet, wo keiner gefragt wurde? Wir wählen zwar, aber was da rauskommt, Digga, wie ist die AfD im Bundestag gekommen? Wie? Bitte erklär mir das einer. Natürlich gibt es Krisen, die unlösbar scheinen auf der Welt. Zum Beispiel Nahostkonflikt mit Syrien, mit Palästina und Israel. Das ist auch eine Sache, die hat schon vor Jahrzehnten angefangen und die hält immer noch an und Leute vergessen das. Während wir hier gerade reden, sterben vielleicht immer noch kleine Kinder, unschuldige kleine Kinder und wir chillen hier in der Stadt und holen uns bei McDonald's einen Big Mac. Was soll das? Man sollte immer an die anderen denken und egal wie schlecht es euch geht, hier in Hamburg, es gibt immer Leute, denen geht es viel abgefuckter als euch. Also seid immer dankbar dafür. Ja. Ihr habt Familie hier, ihr habt Freunde, schätzt, was ihr habt und seid nicht immer so abgefuckt und wollt immer mehr. Seid erstmal dankbar dafür, was ihr habt. Und ja, ich glaube, ich habe genug gesagt hier. Tschüss, ne?